Minimaler Zeitaufwand kombiniert mit maximalem Erfolg. Speedfit ist die moderne Form des Trainings, das den Körper schnell und effektiv formt. Das Prinzip? Muskelaufbau dank Elektrostimulation. Unschlagbar der Zeitfaktor, denn das Training dauert sage und schreibe nur 15 Minuten. Dazu kommt, dass man halt wirklich in der kurzen Zeit auch ein super effektives Training absolviert, weil wir eben 500 Muskeln gleichzeitig trainieren. Muskelgruppen erreichen, die man sonst auch sehr, sehr schwer erreicht. In kurzer Zeit viel bewirken will auch Nicole Andres. Die 41-jährige Berlinerin ist auf dem Weg zu ihrer Topfigur. Wir dürfen sie dabei begleiten und wollen zugleich wissen, ob Speedfit hält, was es verspricht. Dazu starten wir die Uhr beim Betreten des Studios. Nach dem Check-in mit ihrer Chipkarte erhält Nicole Andres ein Energiegetränk. Wir trainieren ca. 500 Muskeln gleichzeitig bei unserem Training. Das heißt, es ist ein enorm hoher Energieaufwand. Bei jeder Muskelkontraktion braucht der Muskel Energie in Form von Kohlenhydraten. Um die Sportbekleidung müssen sich Speedfit-Kunden nicht kümmern. Der Komfort wird bei uns auch sehr groß geschrieben. Man muss keine schwere Trainingstasche mitbringen. Man bekommt die komplette Trainingskleidung bei uns vor Ort. So werden Handtuch, T-Shirt, Hose und Socken zur Verfügung gestellt. Dann geht's in die Umkleidekabine. Bisher sind 3 Minuten vergangen. Bevor das Training beginnen kann, platziert Speedtrainerin Melanie Nettelmann die angefeuchteten Elektroden auf der Bekleidung der Sportlerin. Für Nicole Andres wird es nun ernst. Sie schließt sich an einen der Speedtrainer an und stellt mit Hilfe ihrer Trainerin die optimale Intensität für die einzelnen Körperbereiche ein. Dann beginnt das 15-minütige Training, bei dem die Muskeln durch gezielte Stromimpulse zur Kontraktion gebracht werden. Ich muss wirklich bei den Impulsen vom Gerät gegensteuern. Also ich merke halt, wie die Muskeln sich anspannen. Das schweißtreibende Training erfordert nicht nur Konzentration. Kraft auf alle Fälle, dass man halt während des Impulses gegenhalten muss. Das kann man ja individuell für sich auch einstellen. Ausdauer auch. Je nachdem, wie hoch man eingestellt hat, spielt da der Kreislauf eben auch mit. Nach 15 Minuten hat es Nicole Andres geschafft und kann sich wieder umziehen. Trainerin Melanie Nettelmann ist mit ihrem Schützling zufrieden. Unsere 15 Minuten kann man circa mit 20 Stunden normalen Muskeltraining vergleichen. Dazu gewährleisten wir eine individuelle Betreuung. Das heißt, bei uns fühlen sich die Mitglieder auch nicht alleingelassen. Sie haben einen eigenen Betreuer, der sie bei ihren Zielen unterstützt. Als Nicole Andres aus der Umkleidekabine zurückkommt, sind seit Betreten des Studios knapp 28 Minuten vergangen. Jetzt bekommt die Sportlerin noch einen Eiweißshake, der die Fettverbrennung und den Muskelaufbau mit unterstützen soll. Das, was mir halt auch erzählt wurde, was ich ausprobiert habe, dass man kurz hier ist, dass man persönlich betreut wird und kann ich so halt nur bestätigen. Es macht sehr viel Spaß, man sieht sehr schnell Erfolge. Und das motiviert mich halt weiterzumachen und ich halte halt auch zum ersten Mal durch. Nicole Andres checkt sich aus und wir halten die Zeit an. Alles in allem hat die Sportlerin 30 Minuten 31 gebraucht. 30 Minuten für ein Ganzkörpertraining inklusive Vorbereitung und Duschen. Übrigens, mit dem Speedfit-Fieber hat sie inzwischen auch ihren Ehemann angesteckt. Zusammen trainieren die beiden Selbstständigen 2-mal die Woche und gehen seitdem mit mehr Power durch den Tag. Speedfit finden Sie in Berlin nicht nur in Tegel, sondern auch an der Friedrichstraße. Also einfach vorbeikommen, ausprobieren und sich begeistern lassen. Denn Speedfit ist zeitsparend, effektiv und macht nicht nur eine gute Figur, sondern auch mega Spaß.